Ilse, am Freitag, erstes Pflichtspiel hier im Revierpower Stadion. Tolle Kulisse, wie war es für dich? Ja, das war eine super Kulisse, richtig toll. Ich hatte mich durch den ganzen Tag richtig gefreut, natürlich, um für das erste Mal ein Heimspiel hier im Revierstadion zu erleben. Ja, es war richtig toll. Wenn man so auf den Trainingsplatz schaut, Trainer hat im Moment ganz viele Alternativen, kann aus dem Vollen schöpfen. Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft, wie bewertest du den? Also ich finde, bei so einer Mannschaft wie uns, dann ist das immer gut, wenn viel Konkurrenz ist. Und muss der Trainer mal das aussuchen, wie er das zusammenstellen will. Und gucken wir mal. Über Qualität brauchen wir nicht sprechen. Lass uns mal über Fitness sprechen. Bist du schon bereit für 90 Minuten? Das hoffe ich. Also ich muss sagen, die Fitnesstrainer hier haben ganz gut gearbeitet mit mir. Und ich fühle mich auf jeden Fall gut, auch beim Training. Spielpraxis, das ist ja was anderes. Muss mal schauen. Ich denke schon, aber das weiß man erst nach den 90 Minuten vielleicht. Gegen Fortuna Düsseldorf, da warst du 2,5 Jahre lang aktiv. Wäre natürlich ein besonderes Spiel für dich, oder? Ja, das ist selbstverständlich. Ich war bis jetzt noch nie in der Auswärtskabine und das wird natürlich auch Spaß zu erleben. Aber natürlich, das ist was Besonderes, aber als das Spiel anfängt, dann ist das Besonderheit eben weg und ist so. Worauf wird es da ankommen in Düsseldorf? Du kennst das Team so ein bisschen. Ja, also die werden auf jeden Fall mit viel Hektik und auch mit Drama spielen, denke ich, in das Stadion. Und da müssen wir dagegen halten und auch ganz diszipliniert spielen, denke ich. 3 Niederlagen in Folge bei der Fortuna. Pokal aus, 2-mal in der Liga verloren. Erwartest du eine verunsicherte Mannschaft? Nee, eigentlich. Also ich finde, dass Düsseldorf zu Hause, das ist immer eine richtig schwierige Aufgabe. Wobei die natürlich auch gegen 68 München verloren haben, dann das Spiel habe ich auch mir angeschaut und da waren die der beste Mannschaft, fand ich. Und das ist auf jeden Fall bei Sprit Arena ist das immer eine schwierige Aufgabe, auf jeden Fall, und wird es auch für uns ganz schwierig. Dass die dann 3 Spiele verloren haben, das ist natürlich besser, als wenn die vielleicht 4 Stück gewonnen hätten.